Hallo und herzlich willkommen zu unserem diesjährigen Just Bring It Wrestling Adventskalender. Wir haben für euch 24 Türchen mit 24 Wrestling-Matches, die uns in diesem Jahr sehr gut gefallen haben. Dabei sind die Matches so bis Ende Oktober mit dabei. Und das Ganze habe ich natürlich nicht alleine vorbereitet, sondern ich habe heute wieder drei Mitstreiter. Es sind dabei der Daniel, der Sebastian und der Marcel. Und wir haben für euch jeweils einzelne Matches aufgenommen, sodass ihr jeden Tag was zu hören habt. So zwischen 5 bis 10 Minütchen habt ihr dann von uns jeden Tag auf die Uhren im Adventskalender. Und wir hoffen, ihr habt viel Spaß damit. Und damit würde ich sagen, starten wir in unseren Adventskalender. Es ist lustig, dass ausgerechnet ich über das nächste Match reden darf, denn ich beichte mal etwas. Ich bin nicht der größte Young Bucks-Fan. Ich mochte Young Bucks sehr früh, aber ich würde nicht unbedingt unterschreiben, dass sie das beste Tag Team der Welt sind. Und ich muss eine weitere Sache gestehen. Die Lucha Brothers, Rey Fénix und Pentagon Jr., finde ich einzeln großartige Wrestler. Rey Fénix ist nicht von diesem Planeten, was seine Balance angeht, was seine High-Flying-Moves angeht, was sein Lucha-Shit angeht, sozusagen. Jedem, den ich Rey Fénix zeige von meinen Freunden, denkt beziehungsweise sagt etwas Vergleichbares wie dieser Typ ist doch einfach ein entflohener Videospielcharakter, oder? Und Pentagon Junior, schon seit seinen Lucha Underground Tagen im Programm mit Vampiro, ist einer der interessantesten Charaktere, die mir aus der Welt des Luchas ins westliche Wrestling, ins nordamerikanische Wrestling eingetaucht sind und denen ich begegnen durfte. Und Pentagon Junior ist der Lieblingswrestler meines Kumpels Shira. Und es reicht ihm zu sagen, okay, hier ist ein Match mit Pentagon Junior, Penta El Zero Miedo, dass er dabei ist und wir gemeinsam Wrestling gucken. Und das macht ihn schon mal unbezahlbar. Wo ist jetzt aber die Beichte? Die Beichte ist, dass ich sie zusammen als Tag Team nicht so gut finde wie als Einzelwrestler, was vor allem daran liegt, dass, und hier muss ich den inneren FTR rauslassen, die beiden sich nicht unbedingt an Tag-Team-Regeln halten. Bis heute fällt auf, dass immer mal wieder irgendwie hier Tags versaut sind. Wahrscheinlich liegt das auch an Referee Rick Knox, der meiner Meinung nach der schlechteste Referee ist, den AEW hat. Warum erzähle ich das Ganze? Warum hate ich hier die ganze Zeit? Ich hate deswegen, weil ich trotzdem das folgende Match zwischen den Young Bucks und den Lucha Brothers als eins der besten von 2021 verkündet habe. Das Match, von dem ich rede, fand bei AEW All Out 2021 statt und es war um die AEW World Tag Team Championship, die zu diesem Zeitpunkt noch von den Young Bucks gehalten wurden. Die Young Bucks wurden zum Ring bekleidet von Brandon Cutler, der mir immer besser gefällt in seiner komischen Lakaien-Handlanger-Rolle. Die Lucha Brothers hatten einen sehr imposanten Einzug. Ach ja, und habe ich erwähnt, dass dieses ganze Problem, das ich mit den Lucha Brothers habe, dass sie nicht richtig reintaggen in die Matches, dass das eigentlich irrelevant ist bei diesem Match, denn es war ein Steel Cage Match und es fühlte sich an, wie sich ein Steel Cage Match anfühlen sollte. Normalerweise, wenn wir heute uns im Wrestling umschauen, dann ist vor allem dank einem inflationären Gebrauch der WWE sind Steel Cages eigentlich keine Besonderheit mehr oder fühlen sich meistens nicht mehr besonders. Es ist einfach nur ein beliebiges Gimmick, dass die sind jetzt halt in einem Käfig und so weiter. Was diese beiden Teams fabriziert haben innerhalb eines Käfigs und wie sie diesen Käfig benutzt haben zum Storytelling, Wahnsinn. Es gab sehr viele Spots, bei denen die Geschichte des Käfigs erzählt wurde, aber auch die Geschichte von Brüdern. Man darf nicht vergessen, sowohl Rey Fénix als auch Pentagon Junior, so,
sowohl als auch die Young Bucks. Sie allesamt sind Brüder und man hat mehr als einmal gesehen, wie sich ein Bruder für einen anderen opfern kann. Man könnte schon fast sagen, es ist zu viel in diesem Match passiert. Hier ist jemand vom Käfig gesprungen, was meinem Kumpel fast irgendwie ein Herzkasper verursacht hätte. Da wurde in einem perfekten Bogen ein Sneaker in den Ring geworfen, an dessen Sohle Reißzwecken sich befunden haben, damit diese für einen blutigen, abartigen Superkick eingesetzt werden konnten, ne? Es ist unglaublich viel passiert, aber es war so getimt, dass es zu keinem Zeitpunkt too much war, wie man sonst gerne von irgendwelchen Spot Monkeys befürchten könnte. Es hat seinen Grund, dass Dave Meltzer diesem Match 5,75 Sterne gegeben hat. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Und ein weiteres Match, was die klassische 5-Sterne-Rating-Skala von Dave Meltzer gebrochen hat. Es war ein Wahnsinnsmatch und man muss ja auch dazu sagen, die beiden Teams sind keine Unbekannten. Als AEW angefangen hat, waren sie beiden die Teams, die die Tag Team Division hochgehalten haben und damit waren sie auch die dominanteste, präsenteste Fehde der frühen Tag Team Divisions von AEW, die von Anfang an einen besonderen Stellenwert bekommen hat. Ja, zu guter Letzt muss man sagen, dass das Match gewonnen wurde von den Lucha Brothers. Sie haben die Young Bucks abgelöst als Champions und Penta El Zero Miedo, dessen Gesicht sich in eine blutige Leberwurst verwandelt hat durch etliche Aktionen, hat seine Tochter nochmal am Ring blutig wie er war geküsst. Das ist das Abschlussbild davon. Mit Abstand eines der besten Matches des Jahres 2021. Wahrscheinlich das Match der Nacht von AEW All Out 2021. Und ja, wirklich eins, wenn nicht sogar das beste Tag Team Match, das ich 2021 gesehen habe. Das war unser heutiges Türchen des Just Bring It Adventskalender, unser Wrestling Adventskalender für euch. Jeden Tag ein Match, das uns sehr gut gefallen hat, von Januar bis Ende Oktober. Wir hoffen, ihr habt Spaß dran. Hinterlasst uns gerne eure Kommentare unter dem YouTube-Video, bei Apple Podcasts oder auch gerne über Twitter. Und denkt dran, liken, followen, abonnieren auf allen Plattformen. Hilft anderen, uns zu sehen, hilft uns, mehr gesehen zu werden. Und für euch wünsche ich euch insgesamt jetzt noch eine schöne Weihnachts- und Adventszeit. Lasst euch nicht ärgern, bleibt gesund und genießt die Zeit, die langsam so ein bisschen ruhiger wird. Macht es gut, bis demnächst.